Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandbrock. Ja, wir sind. Bäh, dich wollte ich genau nicht sehen. Dich nicht eigentlich. Au. Kannst du mich bitte nicht anfallen? Oh nein, wenn es leuchtet, bist du immer ein richtiges Mistviech. So. Dann müssen wir jetzt drüber jumpen. Ein Sandpony, wie süß. Ich frage mich schon, wie man das im Multiplayer dann mit den Dungeons macht. Ob das dann so ähnlich ist wie bei Stardew Valley oder ob das dann. Oder ob es dann überhaupt Dungeons gibt oder ob die dann irgendwie ein bisschen offener sind oder so. Ich weiß es nicht. Ja, also da bin ich gespannt, wie man im Multiplayer das mit den Dungeons hinkriegt. Ja, weil ich das oft gefragt werde, wie finde ich denn My Time at Sandbrock zurzeit? Welches Spiel finde ich besser? Sollte man sich besser My Time in Portia holen oder My Time at Sandrock? Ja, mal so eine allgemeine Aussage. Also grundsätzlich, My Time at Sandrock hat mega Potenzial, wird auch irgendwann den Multiplayer kriegen. Aber wenn man halt jetzt halt gerade in diesem Moment ein fertiges Spiel spielen möchte, wo man halt auf jeden Fall Spaß hat und nicht irgendwie rumexperimentiert und so. Dann würde ich mir My Time at Portia holen. Eindeutig würde ich mir My Time at Portia holen. Einfach aus dem Grund, ja. My Time at Portia ist halt einfach das fertige Spiel. Das ist halt jetzt schon fertig. Wenn ihr jetzt sagt, aber so, boah, ich möchte mir das so allgemein so für die Zukunft überlegen, was ich mir da hole. Und ich mag so Spiele, die halt noch nicht fertig sind und möchte dann halt sehen, was mich so erwartet und so. Dann würde ich mir fast schon mal Time mit Sandrock holen, einfach weil das halt das Neuere ist und eventuell wird das ja krasser als mal Time mit Sandrock. Das kann ja immer noch passieren. Es ist ja noch offen, wie mal Time mit Sandrock dann am Ende aussieht. Aber wenn es nach dem momentanen Stand geht, ist halt einfach mal Time mit Portia fertig und halt mal Time mit Sandrock halt einfach noch nicht. Heute finde ich die ganzen Starbies oder was? Gestern, wo ich sie gebraucht habe, so ein Scheißdreck finde ich da. Heute so, ja, Starbies, ja, gerne doch. So, au. Das Rohr macht mich kaputt. Okay, null Gegner sind left. Dann gehen wir direkt mal weiter. Also ich würde auch übelst gerne mehr streamen, wisst ihr ja alle, aber das geht zurzeit halt echt nicht. So, ich stelle mich da ganz weit weg. So, ja, komm zu mir, wenn du was willst. So, ein Fußgrün. Au, das hat mich ein bisschen sehr durch die Gegend gehauen. Oh, ich muss mich gleich wieder healen, ich sehe schon. Okay, die sind... Okay. Wir rennen einfach durch. Oh, ein gestrafter Tribion. Zählt ja eigentlich auch als Tribion. Wir schauen mal, ob wir jetzt gleich 5 haben. Au. Und wir müssen uns eigentlich auch schon wieder healen. Allerdings macht uns das ja nichts aus, wenn wir genügend Geld haben. Nee, der zählt nicht als normaler Tribion. Schade. Das ist eigentlich nur ein besserer Tribion. Also ich finde eigentlich schon, dass man die mit reinziehen kann. Aber die Tribione sind ja eh nicht das Problem, weil die kann ich notfalls draußen noch kaputt machen. Bei den Tieren haben wir danach ein Problem. Okay, wir haben es gerade gebreakt, aber das will ich nicht lange anhalten. Ich war heute eigentlich übrigens das erste Mal beim Pizza Hut in Regensburg. War mega schön da drin. Ich war tatsächlich schon mal in den Café, bevor das halt der Pizza Hut war. Aber das war mega schön da drin. Also ihr wisst ja, ich bin übelst Pizza Hut verrückt. Und ja, da habe ich mir einfach mal eine Pizza gegönnt. Die war richtig geil. Ich würde fast sagen, besser als in Nürnberg. Einfach weil es das Ambiente so schön war. Okay, wir sind. Ah, als nächstes werden wir dann S. Denke ich, werden wir auch schaffen. Mute ich jetzt einfach mal. Ich muss echt schauen, dass ich irgendwie mein Speer vielleicht upgrade. Das wäre vielleicht nicht das Falscheste. So. Muss Queen da hinten. Ich möchte eigentlich die Schatzhäuser erst machen. So, das außenrum, das lasse ich jetzt einfach mal dran. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Mikrochip will ich aber halt schon mitnehmen.
kann dann später auf die Map schauen, wo es diese scheiß Hyänen gibt. Und dann können wir uns die restlich noch holen. Oh, schmeiß mich. Das sind wirklich die schlimmsten Gegner bisher in diesem ganzen Spiel. Kein Endgegner ist so scheiße wie diese Hyänen. Außer das Ding, was dich noch abschießt dauert. Das ist auch nur Kacke. Das Viech ist auch richtig anstrengend. Okay, ja, jetzt muss ich keine Gegner mehr erledigen. Das heißt, ich rush jetzt ein bisschen durch. Ja, das ist ein Kampfpunkt. Das ist kein Sozial- oder Werkstattpunkt. Das ist ein Kampfpunkt. So. Dann sind meine Endstage. Ich gehe jetzt auf die mittleren. Okay, nicht hier. Eine steht schon mal mit rum. Weil der mich gleich wieder abschießen wird. Ja, der schießt mich ab. Und er haut mir mein ganzes Leben runter. Natürlich macht er das. Was hat er auch sonst tun? So, hier. Danke. So. Au! Vor allem, ich kann den seinen Strahl, glaube ich, nicht mal ausweichen, selbst wenn ich wollte. So, das Ding ist down. So. Herkules, komm her. Ja. Du hast mich gerade ein bisschen down gebracht. Ja, ich glaube, ich kann ein bisschen was erzählen, was die Woche in der Schule so war. Und zwar, ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitgekriegt. Ich habe es ein paar Mal erzählt. Ich mache, Fachabi. Nein, wieder so ein. Ach nee, das ist die normale hier, ne? Nicht die Arschloch-Hyäne, die normale Arschloch-Hyäne. Ich mache, mein Abi nach, mein Fachabi. Und nächstes Jahr dann auch mein allgemeines. Auf jeden Fall gehe ich wieder zur Schule. Ich habe mega die interessante Klasse. Ich bin eigentlich ja noch rein Jungsklasse. So, außer mir sind nur 3 oder 4 Mädchen da. Also nicht so geil. Auch ansonsten, ja, ich glaube, das wird schwerer, als ich dachte. Davon brauche ich aber, glaube ich, jetzt hier nichts. Auf jeden Fall ist es mehr als nur interessant, was da gerade so abgeht. Ich versuche mich so ein bisschen mit den Leuten anzufreunden und so. Ich habe auch ein paar Zocker in der Klasse, also da ist schon mal ein bisschen Verbindung da. Was habe ich dann noch für Starbys habe ich? So, Hyänen habe ich nicht. Hyfo vorhin, sind das die Arschloch-Hyänen? Schauen wir mal. Schauen wir mal kurz auf die Map. Muskis. Boxerschwein, Tribion. Dornenhüpfer, Husqueen. Hä? Knallhuhn. Ah, hier hinten. Okay, nach da hinten muss ich dann. Dann mache ich mal kurz noch die restlichen Tribione kaputt. Und dann hole ich mir später einfach was zu essen und dann machen wir da heim dann. Okay, das ist ein Bestraft. Den brauche ich ja eben nicht. So, gibt es denn da überall noch Tribione? Ich glaube, in Zukunft nehme ich einfach diese Fight-Mission nicht an, weil die halt einfach ein bisschen beschissen sind. Also klar, den hier mache ich jetzt mit links kaputt und die Jagdmäßig waren auch nicht das Problem. Aber wenn ich dann in irgendwelches Tempel gehen muss... Nee, danke. So, noch ein Tribion. So. Wolltest du auf mich was schleudern, du Arschloch? Komm her. Komm her. So, den da hinten, das ist der letzte. Und dann gehen wir zur Mine hinter. Und so ein bisschen Eisen. So viel Energie haben wir nicht, aber ein bisschen Eisen wird es ja trotzdem. Yay, und ich habe ein bisschen Gift. So für Logan, falls jemand wieder vorbeikommt. Ich habe heute, als wir gestartet haben, habe ich schon gesehen, wir haben ein neues Titelbild. Und es sieht so aus, als wenn Logan sich irgendwann unserer Stadt anschließen würde. I don't know. Es wäre ein bisschen sehr krass. Aber vielleicht ist er dann irgendwann so Strafgefangener und vielleicht kann ich ihn dann einfach für meine Farm als Helfer einsetzen. Boah, wie gern hätte ich irgendjemanden, der meine ganze Farm managt wie Ack damals. Das war so ideal. So, jetzt machen wir noch hier als Bau und den hier hin. Und dann, genau, die anderen habe ich alle. Da muss ich einfach warten. 3 Jahre gefühlt. Warte einfach. Warte einfach, bis diese Tusse sich denkt, so, boah. Heute ist der Tag. So.
Wir gehen jetzt natürlich aufs Eisen. Auf nichts anderes, wir gehen aufs Eisen. Wichtigstes Punkt, Eisen. Da oben ist Eisen. Ja, ansonsten. Wir haben dann tatsächlich am zweiten Tag schon Hausaufgaben aufgeguckt. Fand ich auch ganz lustig, Mathe. Habe ich in der 5. Klasse tatsächlich einfach gemacht, was wir jetzt machen. Ich glaube irgendwie, da war unsere Lehrerin ein bisschen überambitioniert damals von der Realschule. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe damals nichts verstanden in Mathe. Jetzt kann ich dafür Mathe, jetzt bin ich darüber dankbar. Mathe wird, glaube ich, nicht das Problem. Informatik auch nicht. BWR eh nicht. Das größte Problem wird, glaube ich, Englisch, wie sich es gerade darstellt. Ich kann keine Erörterung in Englisch schreiben. Das kann ich nicht. Also Englisch wird, glaube ich, wirklich größte Katastrophe von allen. Überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich dachte, so Englisch, so, boah, das muss halt, so englische Sprache, die kannst. Englisch hast du immer Zweier gehabt. Eins, also Englisch kannst du eigentlich. Das war so meine Einstellung zu Englisch. Und jetzt ist es einfach so, boah, Englisch, das wird ein Riesenproblem werden. Ich kann keine Erörterung auf Englisch schreiben. Ich habe keinen kompletten Schaden. Ich kann es nicht mal in Deutsch. Warum sollte ich es dann in Englisch können? Ja, und Deutsch ist es wie jedes Jahr, glaube ich, der größte Fail. Aber das ist jetzt erwartbar. Ach, da ist noch ein bisschen Schwefelkies. Ich hoffe, drunter sind jetzt keine elektrischen Leitungen. Nein. Ja, aber Englisch. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich da irgendwie eine gute Note hinkriege. Da habe ich jetzt meine Bedenken tatsächlich. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich in Englisch mal Probleme haben werde, aber ich glaube, ich werde riesige Probleme in Englisch haben. Da habe ich schon mal einen riesen Aufsatz heute schreiben. Ah, das ist der Heini. Erschreck mich nicht so. Eigentlich bleib da, bleibst du da. Okay, da oben ist er jetzt. Glaub dich nicht an. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Der ist break. Hau drauf. Hau drauf, Bro. Hau drauf. Hau drauf, bis nicht mehr. Okay, wir haben ihn. Ja, auf jeden Fall Englisch. Es wird einfach eine Katastrophe werden. Ich denke, ich werde mich sogar in Spanisch leichter tun als in Englisch. Obwohl ich Spanisch noch nie mein Leben hatte. Cool, Lapis Lazuli. Hätte eben auch dieser komische Stein drin sein können. Deswegen bin ich dorthin gegangen. Den ich brauche, um meine Waffe aufzuleveln. Wo ich gerade immer so durch das Chrom versuche herzukriegen. Nicht durch das Chrom, durch diese komischen Kristalle da. Das schon. Ja. Auf jeden Fall Englisch, das wird eine Katastrophe werden. Ja, also wie gesagt, Mathe wird kein Problem, BWR auch, ne? Also alles, was irgendwie was mit Mathe noch zu tun hat, wo ich irgendwie rechnen muss oder so, das ist kein Problem, aber Aufsätze, ich kann keine Aufsätze schreiben. Es war damals schon in der Schule ein Riesenproblem von mir. Ich habe mich immer gefreut über meinen Dreier in Deutsch, wenn es so ein Dreier wurde, kein Vierer. Aber es war nie mein Ding. Und warum sollte es jetzt besser werden? So, dann schauen wir mal, ob unsere Eisenholzdielenfeld schon fertig sind. Aber es wird sich alles zeigen, was ich dann die nächsten Wochen so mache. Und ich glaube, es wird einfach übelst anstrengend. Da ist noch nichts fertig. Nee. Muss sie auch noch nicht. So, du kriegst nach deinem Holzrest ein bisschen Kupferschrott. Davon haben wir irgendwie ganz viel. So, die sind alle fertig. Das heißt, das kann ich jetzt alles abgeben. Ah ja, ich brauche einfach nur das abgeben. Ich sortiere nur meinen ganzen Schrott wieder ein, sonst schleppe ich mich zu Tode. So, und eigentlich wollte ich jetzt noch schnell diese komischen Hyänen. Ach ja, ich muss jetzt essen. Ich mache jetzt gerade nicht meine Hyänen. Dann gehen wir als erstes zu Katori. Und dann die anderen zwei. Dann gehen wir Mampfeln. Mampfeln. Vielleicht nehme ich mir irgendjemanden mit dem ich kurz auf so ein Date gehe, dass ich so ein bisschen mit denen die Freundschaft verbessere, indem ich auch essen gehe.
Mal schauen, wer das sein wird. Wer hier gerade so ungünstig im Weg rumsteht. Sakatori. So, ja, nochmals vielen Dank. Wir sprechen bald wieder. Ich weiß nicht, was gehört hast. Was? Irgendeine Straße wird gemacht. Okay. No problem. Okay, ich muss noch irgendeinen Stand machen. Wait for constructions, also warte auf Anweisung. Da muss ich nur irgendwie. Ich habe mich in ein Rohr verfangen. Ganz dumme Geschichte. Forschungszentrum ab zu Key. Hier hat gerade auch irgendwas von Key gesagt. Boah, ich sehe gerade, wir müssen uns mal kurz verabschieden. Dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Minecraft mit Sandrock. Bis dahin. Bye.